Also Leute, ich weiß ja nicht. Also bis jetzt sind schon 3 Daumen runter beim letzten Film. Mich würde es nochmal interessieren, was euch da dran gefallen hat. Ihr müsst es ja eigentlich nicht anschauen. Aber einfach mal so Interesse halber. Wenn die 3 mal einen Kommentar geben könnten, das wäre geil. Auch zum Systemcheck. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe ein Motorenproblem momentan, glaube ich. Der Kipphebel hier bleibt anscheinend oben. Der hängt. Und ich habe keinerlei Kompression hier. Ah, jetzt stößt natürlich auch noch irgendwas anderes an. Auch nicht schlecht. Da ist die Kipphebelstange nach unten. Die sieht man jetzt da. Die Stange geht hier am Kipphebel vorbei. Und da sieht man Ventil, Schaftführung, klemmt. Der Kipphebel hier liegt nicht am Ventil an. So wie hier drüben. Da sieht man, dass hier das Ventil gegen Kipphebel drückt. Das kann man jetzt natürlich hier drücken, was normalerweise hier die Stößelstange macht. Und somit, nachdem hier die Federvorspannung oder die Vorspannung gefehlt hat, hat es natürlich beim Drehen jetzt da die Stößelstange von unten, von der Nockenwelle, was hier über diese 2 Röhren nach oben gedrückt wird, hat die nicht immer dagegen gedrückt und konnte natürlich dann auf der Seite vorbei. So, aber warum ist jetzt mein Ventil fest? Geölt. So, jetzt ist mein Auslassventil wieder oben. Das war tatsächlich leicht fest. Meine Stößelstange vorne ist wieder in der Aufnahme vom Kipphebel. Wer es nicht weiß, die Nockenwelle sitzt hier unten drinnen und tut praktisch dementsprechend hier, also hier unten im Motor, und tut praktisch hier über die Stößelstangen nach oben über den Kipphebel die Ventile drücken, und wenn sie gedrückt sind, sind sie offen. Also Einlassseite, wo bin ich jetzt? Muss ich mal kurz gucken, muss ich mal drehen. Ja, genau. Jetzt sehen wir, jetzt drückt er die Auslassseite. Also der Abgas kommt raus. Sobald der fertig ist, war dann der Kolben auch schon wieder oben und beginnt die Einlassseite zu öffnen. Wenn er wieder unten ist, dann geht er wieder hoch, der Kolben, und komprimiert. Dann wird er normalerweise gezündet, beziehungsweise ist der Glühzünder, zündet von selber. Und dann öffnet schon wieder, wenn der Kolben wieder nach oben geht, die Einlassseite. Sieht man da, ist jetzt gedrückt. So, jetzt geht der Einlass wieder zu.
Und jetzt haben wir Kompression. Und schon. Eins will ich noch kurz anmerken, das ist hier ein sehr alter FS120. Die neueren oder die dazwischen gebaut worden sind, haben einen Deckel und ich glaube die neuesten haben jetzt zwecks der Optik auch schon wieder zwei verschiedene Kipphebeldeckel. Sind aber dann schwarz, glaube ich, eloxiert oder ich weiß gar nicht. Vielleicht sind sie auch aus Plastik. Ich habe die in Natura noch nicht gesehen. Also ich empfehle jedem, der so Viertaktmotoren wieder nach Jahren in Betrieb nimmt, die mal komplett zu zerlegen, aber das spare ich mir jetzt mal. Ich habe ja genug. Martin, was muss ja alles brauchen vom Propellerwechsel. Ach du mal, das ist jetzt der Akkuschrauber zum Festschrauben und zum Losmachen der Schraube. Gut, muss rein. Du weißt schon, was das ist, ne? Zum Reifen wechseln. Ja. Schlagschraube. Nee. Ja, da war bloß auf 200 Newton eingestellt, das geht schon. Das ist so schwer für mich zu ertragen. Lief da jetzt schon mal? Nee. Ja, so. Ich weiß auch nicht, ob die Glühung funktioniert. Jetzt raus. Aber das ist ein guter Motor. Der Papst ist gewesen. Oh. Martin, da brennt! Da brennt! Das ist nur die Öl! Da ziehen wir mal hin. Wir können keine Hunde und warme Luft nehmen! Also nachdem die Wald- und Wiesenrestauration doch zu lang hier dauert, fange ich jetzt mal mit dem Duke hier an. Mal schauen, ob ich schneller Kleinholz habe als du. Auf Dauer wirst du nur elektrisch glücklich.